Vertrauen aufbauen. Wie baut man Vertrauen zu einem potenziellen neuen Partner oder einer potenziellen neuen Partnerin auf? Hi, mein Name ist Darius Kimmerlewa und ich bin hauptberuflicher Flirt- und Dating-Coach. Ich arbeite seit Jahren mit Männern und Frauen und helfe ihnen dabei, erfolgreicher im Umgang mit dem anderen Geschlecht zu werden. Und in diesem Video möchte ich dir erklären, wie du Vertrauen aufbauen kannst zu einer Frau, die du gerade datest, einem Mann, den du vor einiger Zeit kennengelernt hast, dem Postboten oder wem auch immer. Warum ist es wichtig, Vertrauen aufzubauen? Naja, ganz klar. Wenn wir eine Verbindung zu jemandem haben, also eine vertrauensvolle Bindung zu jemand anderem, sind andere Menschen eher dazu geneigt, uns einen Gefallen zu tun, uns gut zu behandeln, uns wiedersehen zu wollen, sich uns emotional zu öffnen und so weiter. Also alles ganz verschiedene Gründe, warum es wichtig ist, Vertrauen aufzubauen. Aber wie geht es denn nun? Naja, der einfachste Weg, Vertrauen aufzubauen, es gibt natürlich ganz viele verschiedene, aber einer der einfachsten und effektivsten ist es, Gemeinsamkeiten zu nutzen. Jetzt wirst du vielleicht sagen, Darius, erzähl mir doch mal was Neues. Und das werde ich, denn Gemeinsamkeiten sind nicht gleich Gemeinsamkeiten. Viele Menschen nutzen Gemeinsamkeiten auf eine Art und Weise, die ziemlich stupide und oberflächlich ist. Da ist zum Beispiel ein Mann und eine Frau, die sich gerade erst kennengelernt haben. Die Frau sagt, ich gehe gerne joggen. Und der Mann antwortet darauf, ja, ich auch, oh, das ist ja super toll, was wir alles an Gemeinsamkeiten haben und so weiter. Das ist eine Gemeinsamkeit auf der Verhaltensebene bzw. auf der Tätigkeitsebene. Das ist ein Konzept, was an anderer Stelle nochmal deutlich weiter erklärt wird. Aber es ist eine relativ oberflächliche Ebene, die Verhaltensebene. Wenn ich jetzt die andere Person fragen würde, warum gehst du denn gerne joggen? Also was ist deine emotionale Motivation dahinter? Was bringt es dir denn, joggen zu gehen? Gehst du dahin, gehst du joggen, weil du fit werden willst oder weil es dir den Kopf frei macht oder weil du, weiß ich nicht, weil es gut für dein Herz ist oder was auch immer. Was ist der Grund, weswegen du joggen gehst? Und wenn ich den Grund der anderen Person habe, kann es passieren, dass bei mir eine gleiche Aktivität mit einem gleichen emotionalen Grund behaftet ist. Das wäre natürlich super, dann hätten wir die Gemeinsamkeit auf der Verhaltensebene, aber auch auf der emotionalen Motivationsebene, was nochmal eine Stufe tiefer ist, also tieferes Vertrauen aufbaut. Jetzt kann es aber sein, dass ich Joggen super finde und die Frau findet vielleicht Schwimmen super gut. Das macht aber gar nichts, weil der emotionale Beweggrund, weswegen sie schwimmen geht, kann durchaus der gleiche sein oder ein ähnlicher sein, weswegen ich persönlich joggen gehe, weil es den Kopf frei macht, weil ich mich danach so gut fühle, weil ich was getan habe und so weiter und so weiter. Das heißt, obwohl ich auf der Verhaltensebene unterschiedliche Aktivitäten habe, kann ich dennoch auf der emotionalen Motivationsebene Gemeinsamkeiten zu ihr aufbauen und dadurch eine Motivation auf der emotionalen Motivationsebene aufbauen. Und die ist deutlich kräftiger und stärker als eine Gemeinsamkeit auf der Verhaltensebene, weil wenn sie jetzt von Schwimmen auf Inlineskating wechselt, haben wir immer noch die emotionale Gemeinsamkeit auf dieser Ebene, weswegen wir diese Sportarten machen. Und das ist eine Möglichkeit, wie man emotionale Gemeinsamkeiten nutzen kann, um ein tieferes Vertrauen aufzubauen. Dasselbe funktioniert natürlich auch bei Filmen, bei Musik, bei Sportarten, Freizeitaktivitäten, Hobbys, Urlaub und so weiter und so weiter. Also immer, oder nicht immer, aber öfter mal fragen, was gefällt dir denn besonders gut daran? Was motiviert dich denn daran? Was macht dir denn besonders viel Spaß dabei? Was ist denn das Schönste daran? Und so weiter und so weiter. Und ich bin mir sicher, dass du feststellen wirst, dass diese Art der Verbindung deutlich intensiver ist. Ich wünsche dir sehr viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du Vertrauen aufbauen kannst, einen neuen Partner gewinnen kannst, ganz egal, ob du eine Frau bist oder ob du ein Mann bist, einen neuen Partner oder eine neue Partnerin suchst, unterhalb dieses Videos findest du in der Beschreibung des Videos einen Link. Wenn du auf diesen Link klickst, kommst du auf meine Webseite und bekommst dort ein deutlich längeres, deutlich tiefgehenderes, gratis Video von mir, in dem ich dir 3 Schritte erkläre, wie du einen neuen Partner bzw. eine neue Partnerin finden kannst. In diesem Sinne, teste das einfach mal, komm auf unsere Webseite, sicher dir das gratis Video, schreib in die Kommentare rein, was dir besonders gut an diesem Video gefallen hat, was für konkrete Fragen du hast, vor welchen Problemen du eventuell stehst und wir sehen uns gleich auf der anderen Seite bei einem anderen gratis Video bzw. in einem der nächsten Videos wieder. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Ciao.